ich wollte neulich selber mal einen Film konvertieren und habe nach einer passenden Software gesucht. Als ich danach gesucht habe im Internet, ist mir aufgefallen, dass es entweder Online-Dienste gibt, die für mich nicht in Frage kommen, allein schon wegen der Dateigröße, oder es gibt halt eben ganz viele sogenannte kostenlose Software, die aber eigentlich nur dazu da ist, Werbung auf eurem PC zu installieren. In diesem Video empfehle ich euch eine Software, mit der ich aber trotzdem gute Erfahrungen gemacht habe und die gleichzeitig kostenlos ist. Meine Empfehlung ist Xmedia Recode. Zugegeben, die Webseite sieht jetzt nicht besonders spannend aus, aber sie erfüllt ihren Zweck. Links einfach auf Download klicken und hier dann auch nochmal auf Download. Hier unten erscheint eine Warnung, wir sagen einmal Keep. Ich bin jetzt hier in dem neuen Microsoft Edge, der ist etwas strenger mit Exe-Dateien. So, einmal runtergeladen und ich führe sie einmal aus. Der erkennt die App jetzt nicht und will die deshalb blockieren, ich sage trotzdem ausführen. Bestätige das einmal mit Ja. Und lass die einmal installieren im Hintergrund. Und dann erzähle ich euch, warum ich die ganz gut finde. So, die ist wahrscheinlich auch relativ schnell fertig, wenn ich mich hier durchgeklickt habe. Genau. Also wenn ich mal hier auf Funktionen gehe, dann sehe ich so wichtige Sachen wie diese ganzen Codec-Unterstützung. Und zum anderen, was ich sehr wichtig finde, ist diese Nvidia und AMD-Unterstützung. Das heißt, wenn ihr eine Grafikkarte habt, die ein bisschen was kann, wird die auch ausgenutzt. So, hier unten ist er fertig installiert. Ich führe es einmal aus. Die Bedienung ist nicht ganz so intuitiv, gebe ich zu, aber wenn ihr das Video jetzt gesehen habt, dann wisst ihr, wie ihr das Ganze bedienen könnt. So, zum einen öffne ich jetzt hier meine Datei, ich gehe dazu auf Datei öffnen, gehe unter Videos, da habe ich mir mal so eine Datei bereitgelegt. Der liest die kurz ein und fügt die hier oben an. Unten habe ich dann den Zielordner, in dem die ausgegeben wird. Da mache ich jetzt einen Unterordner, den nenne ich jetzt einfach mal fertig. In der Regel will ich ja Video und Audio haben. Jetzt habe ich hier das Profil Benutzer definiert, also ich habe ja in der Regel auch einen Grund, warum ich konvertiere und weiß, in welches Format ich gehen will. Und wie man sieht, unterstützt er eine ganze Reihe. Ich wähle jetzt hier einfach mal WMV aus. Ich habe eine MP4, das ist eigentlich das klassische Format. Wir gehen jetzt trotzdem mal in WMV. Jetzt kann ich hier verschiedene Optionen einstellen. Die Bitrate sagt dann am Ende was zur Qualität aus. Ja, also hier kann ich mich noch ein bisschen austoben beim Einstellen. Wenn ich dann alles eingestellt habe, so wie es mir passt, dann kann ich einfach sagen, Job hinzufügen. Und jetzt kann ich hier oben sagen, kodieren. Und erst dann wird es ausgeführt. Man erstellt also diesen einen Job. Das kann dann hilfreich sein, wenn man halt mehrere Dateien zum Konvertieren hat. In dem Fall habe ich nur eine und die läuft jetzt aber auch schon. Also wenn man weiß, wo man klicken muss, geht das einigermaßen gut. Ihr kriegt jetzt einen Zeitraffer und dann schauen wir uns das Endergebnis an. So, jetzt sind wir fertig, bestätigen das einmal mit OK. Ich gehe wieder in meine Ordner rein, bin schon bei Videos und er hat mir jetzt den Ordner fertig angelegt. Den gab es vorher nicht, hatte ich ja eingegeben, dass er da speichern soll. Und hier habe ich jetzt eben meine Datei, die ist jetzt 18,7 MB groß. Wenn ich einmal zurückgehe, das Original war 214 MB groß. Also man kann da natürlich auch mit komprimieren, mit entsprechendem Qualitätsverlust natürlich. Also nochmal kurz zusammengefasst, es wird die Datei hinzugefügt, man stellt das Format ein und die Kompressionsstärke, die man möchte, dann auf Job hinzufügen klicken und dann kann man kodieren. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video jetzt gefallen hat. Im Abspann habe ich noch ein paar andere interessante Videos für euch und ich freue mich natürlich auch immer über ein Abo.